Töpfe und auch Pfannen sehen nach einiger Zeit nicht mehr so wirklich schön sauber von unten aus. Dieser Topf ist jetzt zwar stärker angebrannt, doch selbst wenn es nicht von unten angebrannt ist, hast du hier meistens Flecken oder Verfärbung unter einem Topf oder einer Pfanne. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du das ganz einfach lösen kannst. Und alles, was du dafür brauchst, ist ein solcher Backofenreiniger. Denn mit diesem bekommen wir selbst hartnäckige Verschmutzung unter Töpfen und Pfannen wieder sauber, ohne dass wir hier großartig schrubben müssen. Sprühe dafür alles einmal gut ein, das heißt die ganzen verbrannten Stellen oder allgemein verfärbten Stellen unter deinem Topf oder deiner Pfanne. Dann lässt du es jetzt für ungefähr 5 bis 10 Minuten einwirken, denn in dieser Zeit kann das Backofenspray jetzt seine Arbeit verrichten und dafür sorgen, dass diese Verschmutzung gelöst werden. Im Anschluss müssen wir es dann noch einmal reinigen. Dafür habe ich jetzt einen Schwamm mir zur Hand genommen und ich habe mir noch Handschuhe angezogen, da dies auf jeden Fall besser ist, wenn wir mit Backofenspray arbeiten. Und wie du sehen kannst, ich muss hier jetzt gar nicht wirklich groß schrubben oder groß drücken. Die Verschmutzungen lassen sich wirklich sehr schnell lösen und sind dann auch schon verschwunden. Das funktioniert wie gesagt sehr gut, wenn der Topf oder die Pfanne von unten angebrannt ist, doch auch bei den regulären Verfärbungen, die man meistens mit der Zeit hat. Wenn es noch Stellen gibt, die dann doch nicht so einfach abzuschrubben sind, wiederhole diesen Prozess ein weiteres Mal, damit du dann auch den Rest sauber bekommst und am Ende deine Töpfe und Pfannen auch von unten wieder richtig schön glänzen und wirklich sauber sind. Probiere doch diesen Trick auch bei dir unbedingt einmal aus. Was du außerdem noch unbedingt einmal machen solltest, ist dir das Video anzuschauen, welches ich dir jetzt im Video einblende. Denn dort zeige ich dir, wie du solche Töpfe auch von innen, wenn sie stark angebrannt sind, wieder richtig schön sauber bekommst. Ansonsten würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Und vergiss auch auf keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.